So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei der Klaus Peter von New World. So, wir sind in der ersten kleinen Siedlung hier angekommen. Im Fall ist das Windkreis. Ich will mal kurz schauen, wo auf der Karte wir genau uns befinden. Wir sehen, hier hatten wir, hier ist das Stadtgebiet, ne? Hier hatten wir angefangen. Jetzt sind wir den Weg quasi gelaufen und sind in der ersten Siedlung angekommen. In dieser Folge werden wir uns mal so ein bisschen die Infrastruktur und die Möglichkeiten der Siedlungen anschauen. Eine kleine Übersicht verschaffen, welche NPC-Gebiete wir hier haben, was die Crafting-Stations angeht und ja, was für Sehenswürdigkeiten. Denn, wie wir hier schon ganz gut sehen können, wir können später auch Housing betreiben. Ne? Das gewisse Kleingeld vorausgesetzt und natürlich auch den entsprechenden Ruf hier an der Stelle. Können wir uns hier verschiedene Gebäude kaufen. Wir sehen hier zum Beispiel, das kleine Haus würde 5000 kosten. Das hier ist schon etwas größer. Mal gucken, das würde schon das Doppelte kosten. Ne? Sowohl an Rufstufe als auch an Kleingeld quasi. So, dann werden wir mal gucken. Kleine Info vielleicht nochmal so nebenbei. Ich hatte es in einer der vorigen Folgen ja schon mal eigentlich angekündigt gehabt. Ich hatte eigentlich vor, New World tatsächlich auch mal zu streamen. Dadurch, dass die Beta jetzt allerdings bloß noch bis 2.8. geht, das ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt noch knappe 6 Tage hin, werde ich das wahrscheinlich dann auf den Release-Termin verschieben. Denn leider Gottes sind zu der Zeit, wo meine Streams immer sind, das ist meistens so ab 19, 20 Uhr in dem Dreh, ist in den letzten Tagen sehr, sehr viel an Wartungsarbeiten zu dieser Zeit gewesen, die dann teilweise auch mehrere Stunden gingen. Daher, ja, hat sich das dann dementsprechend nicht mehr so wirklich angeboten, zu der Zeit dann nochmal einen Stream dementsprechend zu machen. Das vielleicht nur nochmal vorab, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Wir werden dann dementsprechend das Ganze hier so ein bisschen auf das Angespielt nochmal beziehen. Also sprich uns alle möglichen Inhalte dann dementsprechend, wie gesagt, hier im kleinen Let's Play oder angespielt uns dann nochmal angucken. So, wir müssen mal gucken. Willkommen im Südtauch. Möge dich der Wind stets nach Hause führen. Möchtest du ein Zimmer? Wir freuen uns, dich als Gast zu haben. Ich glaube, das müssen wir, glaube ich, erst danach machen. Wir gehen erstmal zum Magistraten. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, der auch sinnvoll ist. Mittlerweile, wie gesagt, die Closed Beta läuft momentan schon ein paar Tage. Dementsprechend sind die Server mittlerweile auch alle sehr, sehr voll. Das muss man halt auch dazu sagen. Also gerade wie in so Ballungspunkten wie jetzt hier in der Stadt, wer vielleicht einen Rechner hat, der nur die Minimalanforderungen erfüllen sollte, könnte da schon Probleme bekommen. Wir sprechen gerade bei der Anzahl der vielen Spielernamen und so weiter, das ist dann immer so ein bisschen kritisch. So, als erstes werden wir mal machen, wir werden uns mal hier so eine Ration Wasser holen. Das ist in bestimmten Abständen in der Stadt immer so ein bisschen verfügbar. Denn Wasser können wir sowohl für Quests gebrauchen, als auch für ja, Crafting logischerweise. Ne? Zum Beispiel für Heiltränke oder für Rezepte zum Kochen. Brauchen dann dementsprechend Wasser als Ressource. So, wir müssen mal gucken. Wir müssen in die Richtung. Haben wir uns sogar schon ein klein bisschen verlaufen hier in der Stadt. So, werden wir uns erstmal schön zum Questgeber begeben. Schauen wir mal, melden wir uns mal beim Magistraten. Hallo und willkommen in Windkreis. Wir freuen uns immer über Gäste und neue Bewohner. Ich sehe deine Nachricht in deiner Hand. Ist das der Bericht von Wächter Fayette? Richtig. Hier haben wir mal wieder eine Textspur, die nicht vorgelesen wird. Ne? Bin da mal so frei. Bin nur froh, dass es Terra hier gut geht. Hoffentlich kommt er bald wieder. Dann hat Wachtmeister Doughty diesen Bericht also schon gesehen. Bestimmt ölt er gerade seine Rüstung, um sich direkt in den Kampf zu stürzen. Und dann bekommen wir tatsächlich nochmal einen Hut. Müssen wir gleich mal gucken, ob der besser ist als unserer. Wenn sich die Verderbnis echt so schnell verbreitet, müssen wir uns vorbereiten. Wir dürfen aber nichts überstürzen. Immer schön eins nach dem anderen. So, wie kann ich helfen? Das wirst du noch, aber für den Moment solltest du dich um dich selbst kümmern. Du musst erschöpft sein. Melde dich im Gasthof an und erkunde das Dorf. Komm wieder, wenn du... Okay, genau das hat man mich beinahe eben schon vorweggenommen. So.
müssen wir nämlich quasi so eine Art Bindepunkt setzen. Dann, damit wird diese Stadt hier als erstes für unseren Rückkehrpunkt so ein bisschen markiert. Also sollten wir sterben, werden wir dann im ersten Bindepunkt wieder landen. So, das war hier, genau. Sieht aber ziemlich cool aus, ne? Es hat alles so ein bisschen Kolonialstil gehalten, so die Häuser. Hat was. So, dann nochmal. Willkommen im Südhauch. Möge dich der Wind stets nach Hause führen. Möchtest du ein Zimmer? Wir freuen uns, dich als Gast zu haben. So, wir sind auch ein gut zahlender Gast, ne? So, dann machen wir mal die Gästeregistrierung. So, hier steht es mir schon nochmal, ne? Willkommen im Windkreisgasthof. Möchtest du dich anmelden? So kannst du von überall in der Welt hierher zurückkehren. Wenn wir uns bei Gelegenheit dann auch nochmal angucken. Es gibt halt überall die Möglichkeit, sich auf der Weltkarte auch zu teleportieren zu sogenannten Bindepunkten, die wir hier gerade festlegen. Da brauchen wir allerdings dann dementsprechend erstmal ein paar Ressourcen für, um das machen zu können. So, damit haben wir die Quest abgeschlossen. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Vielleicht finden wir noch ein Buch oder irgendeinen Lore-Gegenstand. Können wir ja mal schauen. Ah, hier liegt nämlich schon einer. Dem wir nicht drankommen. Ja gut, wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Closed Beta. So, hier haben wir noch mal ein Buch. Das können wir allerdings mal annehmen. Oh. Na, gucken wir mal. Eine Etage haben wir, glaube ich, noch. Ne? Eine können wir noch hoch, genau. Gucken wir gleich mal, ob wir hier auch noch irgendwas finden. Hier haben wir auch noch mal ein Buch. Sehr gut. So. Abwechselnd mal ein relativ kurz gehaltenes Buch. Ne? Hier, wo die meisten Bücher halbe Romane drin hatten. Wirklich ein richtig schönes kleines Wirtshaus, so, ne? Gemütliches Lagerfeuer oder hier so eine Art Kamin. So, und dann gucken wir mal. Gehen wir die Quest jetzt erstmal ab und dann werden wir mal auf Erkundungstour in der Stadt gehen. So, hier seht ihr gerade so eine Art Teleportation. Ne? Jetzt ist gerade jemand wegteleportiert. Und dann werden wir die Quest mal wieder abgeben. Hier können wir, glaube ich, sogar angeln. Hier stand auf dem Weg, wo wir zum Gasthof gelaufen sind, sogar jemand, der hatte hier geangelt. Wir haben uns dann natürlich bei Gelegenheit auch alles nochmal angucken. Ah, du bist schneller als erwartet. Solltest du dich nicht ausruhen? Aber du bist erwachsen. Du entscheidest selbst, wo und wann du dich ausruhst. Witzig teilweise die Kommentare immer so ein bisschen. So, das Gute ist, wir bekommen auch gleich ein paar Crafting-Tools nochmal gratis. Du wohnst jetzt offiziell in Windkreis, unabhängig von der Dauer deines Aufenthalts. Und das heißt, dass du dich mit der Siedlung bekannt machen solltest. Hm? Was muss ich wissen? Du solltest zuerst dem Handelsposten einen Besuch abstatten. Das Lager, das ich für dich eingerichtet habe, solltest du dir ebenfalls ansehen. Danach geben wir dir Arbeit. Sehr gut. Ist ganz praktisch, aber das kennt man ja in der Regel immer so als Tutorial, dass die wichtigsten Elemente einem immer so ein bisschen an die Hand gebracht werden. So, dann müssen wir mal gucken. Handelsposten und Lagerschuppen, das ist in der Richtung. Ah, da sind wir so grün. Hier haben wir auch nochmal so eine kleine Möglichkeit, die wir in der Stadt immer mal haben. Immer mit einem separaten Cooldown für jeden Spieler. Hier kann man sich auch immer nochmal so ein bisschen Crafting-Material für Kochkunst abholen. In dem Fall war es jetzt Honig. So, und hier hätten wir jetzt das Auktionshaus tatsächlich. Können wir uns auch alles mal angucken. Können wir mal so einen Schwung mal hier ins Auktionshaus werfen. Dann sieht man auch gleich mal die Preise. Die Preise variieren aktuell tatsächlich ganz, ganz stark. Wir hier beispielsweise sehen, grüne Rang 2 Waffen sind hier schon für 5 Goldstücke drin, ne? Auf meinem Serverstand oder auf dem Spielstand, den ich privat angetestet hatte, habe ich grüne Waffen tatsächlich für 125 Goldstücke verkauft. Und, daran sieht man tatsächlich ganz gut immer, wie teilweise auch von Server zu Server so ein bisschen die Preise schwanken. Mittlerweile, dadurch, wie gesagt, dass die Ghost Beta jetzt auch ein paar Tage läuft, dürften die Preise allerdings auch schon gewaltig gefallen sein.
Wir könnten mal gucken. Haben wir vielleicht schon irgendwas, was wir hier reinsetzen könnten? Aktuell dürfen wir eigentlich noch nicht allzu viel haben. Ja, da lohnt sich, glaube ich, aktuell noch nichts. Werden wir mal gucken, ob wir die ersten Sachen craften. So, das Gute ist, man muss nicht permanent vom Auktionshaus rumlungern. Man kann jetzt beispielsweise hier ein Angebot machen. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, Waffen, man möchte irgendeine besondere Waffe haben, kann man auch ein Kaufangebot reinsetzen für den Preis, den man einstellt. Und wenn dann irgendein Angebot reinkommt, wird im Hintergrund automatisch dann quasi ein Kaufangebot oder ja, doch ein Kaufangebot abgegeben. Wenn man den Zuschlag bekommt, dann bekommt man das Item und kann beim nächsten Besuch dann im Auktionshaus bequem seine Items abholen. Also im Prinzip genau das Gegenteil von dem Verkaufsmechanismus. Das Ganze ja dann auch im Hintergrund macht. Sehen wir halt hier, gibt es halt dann dementsprechend Kaufaufträge und Verkaufsaufträge. Und hier sehen wir dann dementsprechend, wenn was verkauft wurde. Das werden wir uns, wie gesagt, noch mal ein bisschen genauer angucken, wenn wir ein paar Items haben, die wir vielleicht auch mal gewinnbringend reinstellen können. So, dann müssen wir mal noch zum Lager. Mal gucken, in welche Richtung das ist. 45 Meter in die Richtung. Gucken wir mal. So, hier mal Lagerschuppen. Wie der Name schon sagt, hier können wir halt alle möglichen Waren einlagern, die wir jetzt aktuell nicht unbedingt mit uns rumschleppen brauchen. Wollen wir hier beispielsweise testweise mal die ganzen Ressourcen reinschmeißen, die wir hier jetzt gerade nicht brauchen. Steinblöcke. Die brauchen wir, glaube ich, generell gerade. Wollen wir mal gucken. Hier von den Kochrezepten, die wiegen ganz schön viel. Die brauchen wir auf jeden Fall erstmal nicht. Hier sind sogar noch ein paar Items drin, die haben noch keine Beschreibung. Ein Platzhalter drin. Dann haben wir gleich mal ein klein bisschen was an Gewicht wieder abgelegt. Holz und Leder werden wir gleich mal verarbeiten. So, was wir natürlich auch mal machen können, wir können unsere überschüssigen normalen Waffen, die wir so noch haben, die wir nicht brauchen, können wir schon mal zerlegen. So, hier können wir mal gucken. Den Hut, den wir jetzt bekommen haben, der ist sogar besser. Auch wenn es nur ein graues Item ist. So. Und nämlich mal, dann können wir den alten hier nämlich dann zerlegen. Den brauchen wir dann nicht. Ah. Na gut. Haben wir gleich wieder ein paar Reparaturkits. So, dann müssen wir uns mal zurechtfinden. Hier haben wir einmal eine Werkstatt für... Müsste Ingenieurskunst sein, ne? Da können wir Schusswaffen und Munition und solche Dinge herstellen. Ah, interessant. Hier können wir dann später auch die besseren Werkzeuge craften. Das heißt, wir werden dann demnächst uns mal auf die Suche nach Eisen machen. Dass wir das erste Mal schon mal bessere Werkzeuge herstellen können. Wird mal rein theoretisch... Ja, wobei Werkzeuge dürfen wir genügend haben. Müssen mal gucken, dass wir uns mal... Fasern organisieren, dass wir zumindest schon mal eine Angel haben. Würde ich ganz gerne schon mal nebenbei haben, tatsächlich. So, wir können auch schon wieder Attributpunkte vergeben. So, mal gucken. Machen wir mal Geschick für unseren Speer. Und Konzentration nehmen wir auch noch mal mit. Wobei, da müssen wir mal gucken. Für Lebensstab. Ja doch, dann ist es genau richtig. Und hier können wir auch noch mal einen Bonuspunkt verteilen. Gucken wir mal. Was nehmen wir da am besten mal? Ich würde fast sagen, die Handelssteuer macht erstmal Sinn. Wie gesagt, das wird so ein bisschen das Herzstück unserer Einnahmequellen sein. Wenn wir dann weniger Kosten für die Auktionsgebühr haben, ist das, denke ich mal, ein großer Vorteil. Und hier können wir uns auf jeden Fall schon mal loslegen. Wir haben ja eine ganze Menge Tierhäute dabei. Dann werden wir die jetzt mal zu Rohleder verarbeiten. Dann können wir bei jeder Verarbeitung schon mal die ersten Punkte sammeln. Wir sehen auch ganz gut hier, wir müssen für die hergestellten Items eine Herstellungssteuer bezahlen. Die kann dementsprechend von dem Gouverneur, also sprich der Gildenmeister, der Gilde, die die Stadt hier beherrscht,
kann dann dementsprechend nochmal steuerliche Anpassungen machen und die auch höher setzen, beispielsweise. Ja, schön. Dann haben wir die ersten Skillpunkte nämlich in Lederverarbeitung schon mal fertig. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Das ist ein Fraktionsvertreter, soweit sind wir noch nicht. So, was haben wir hier Schönes? Hier könnten wir jetzt rein theoretisch beispielsweise auch Tränke herstellen. Können wir mal gucken. Wir haben Kräuter und wir haben auch Wasser. Stellen wir einfach mal welche her. Dann haben wir gleich mal ein paar Heiltränke. Gucken wir mal, was wir noch so machen können. Aktuell gar nichts. Ne? Könnten wir noch mal Waffen craften? Ist halt quasi so eine Art Verzauberungstisch für, ja, eigentlich für die magischen Gegenstände, ne? Immer halt hier an dem Feuerstab und den Lebensstab. So, dann können wir theoretisch auch schon mal gucken. Ich würde mal rein theoretisch sagen, wir legen unsere Heiltränke schon mal wieder auf den Quickslot, ne? Dann bringen wir die mal auf die 4. Können wir die gleich sinnvoll verwenden. Auch noch mal gucken, ist auch noch mal ein günstiges Haus. Schauen wir mal, was hier noch so kommt. Hier ist wieder der Eingang, ne? Von hier sind wir, glaube ich, gekommen. Finde ich aber cool, dass man, wie gesagt, mit unterschiedlichen Charakteren auch in unterschiedlichen Stadtgebieten landen kann. Dadurch ist es im Prinzip nie gleich. Also sprich, wenn ihr mehrere Charaktere anfangen solltet, dann landet ihr auch immer in unterschiedlichen Stadtgebieten. Und hier haben wir einen Webstuhl. Hier müssen wir, wie gesagt, mal gucken, dass wir Pflanzenfasern finden. Und dann können wir hier schon mal die ersten Kleidungsstücke dann craften. Dann gucken wir mal, was haben wir hier? Hier haben wir den Kleidungsmacher, genau. Ist in erster Linie quasi für die Magierklassen, ne? Die tragen halt leichte Rüstung, also alles, was Stoff angeht. Aber wie wir sehen, wir könnten auch für mittlere Rüstung, also alles, was Schusswaffen angeht oder Speer oder Rapier. Und so für mittlere Rüstung die Klassen. Jeder haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was auf Vorrat, das ist schon mal gut. Oh, und wir können sogar Schmuck herstellen. Cool. Müssen wir uns mal merken. Das heißt, bei Kleidung können wir auch Schmuck craften. Was haben wir hier Schönes? Und nochmal einen Vertreter. Genau, hier können wir jetzt erstmal unser Holz veredeln. Das werden wir auch direkt mal machen. Kostet auch wieder 11 Kupfer oder, ja, Münzen auf jeden Fall. So. Bauholz beispielsweise brauchen wir tatsächlich immer mal für PvP-Quests. Nicht PvP, PvE-Quests. Gleiches gibt es hier nochmal mit Stein. Da können wir dann dementsprechend auch nochmal Bausteine herstellen. Können wir dann gleich bei Gelegenheit mal gucken. Werden wir wahrscheinlich die ersten sowieso dann dementsprechend bald bekommen als Quest. War doch kinderleicht, nicht wahr? Du kannst in Windkreis alles aufbewahren, was du willst. Wir werden gut darauf aufpassen. Handelswaren sind uns immer willkommen. Da werden wir uns richtig reinstotzen, die Handelswaren. So, sind wir wieder einen Rang aufgestiegen. So, offenbar hat Wachtmeister Doughty an dir Gefallen gefunden. Er will dich schon in seine großen Pläne für diese Siedlung einbeziehen. Lebst du gerne in Windkreis? Ich glaube schon. Manchmal weiß man einfach, dass man am perfekten Ort lebt. Vielleicht liegt es am Wetter, an den Möglichkeiten oder sogar an den Leuten. Für mich trifft hier alles zu. Ich spüre dieses Heimatgefühl. Was hat er vor? Ich nehme stark an, dass es etwas mit Saufen oder Kampfvorbereitungen zu tun hat. Er will dich sehen. Bitte versuche, ihn unter Kontrolle zu halten, wobei das wohl vergebene Liebesmühe ist. Vergebene Liebesmühe, ne? Ob sich da was anbandelt zwischen den beiden? So. Ich habe tatsächlich die letzten Kommentare bezüglich der Folgenlänge mal schon so ein bisschen ausgewertet.
Und die Tendenz geht wohl eher so ein bisschen in die Richtung, dass wir bei 20 Minuten Folgen bleiben. Das denke ich mal ist ganz praktisch, da wir ja auch parallel mehrere Projekte aktuell auf dem Kanal laufen haben. Ich denke gerade so für die Feierabendzeit bei dem einen oder anderen unter euch kommt das dann, glaube ich, eher entgegen, wenn wir etwas kürzere Folgen haben. Dann hat jeder quasi die Möglichkeit, dann dementsprechend auch alle Projekte verfolgen zu können, so er denn will. Dementsprechend ist das genau das richtige Stichwort. Wir sind nämlich gerade bei 20 Minuten angekommen, sagt mir meine Uhr. Nächste Folge werden wir uns mal ein bisschen vertiefend nochmal in das Stadtleben hier einführen. Wir werden nochmal gucken, was es noch so an Möglichkeiten gibt, auch was Ressourcenbeschaffung angeht hier in der Stadt. Und wir werden vor der Stadt unsere ersten Ressourcen sammeln gehen, um hier in der Stadt dann mal an den Crafting-Stationen mal die ersten Dinge herzustellen. Gerne wieder fleißig bewerten, fleißig kommentieren, gerne das Däumchen ordentlich drücken. Und dann sehen wir uns schon sehr bald in der nächsten Folge hier bei der Closed Beta von New World. Bis dahin, habt euch wohl und bin gehauen.